Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, genau 8 Tage vor dem Fest Peter und Paul feiern wir den Weihetag jener Kirche, die den Aposteln Petrus und Paulus geweiht ist, nämlich die Basiliken St. Peter und St. Paul in Rom. Wir danken Gott für diese beiden Apostel, die sich ganz in den Dienst der Kirche gestellt haben und dazu viel auf sich genommen haben, viele Strapazen, viele Auseinandersetzungen und schlussendlich auch den Tod. Wir wollen Gott danken, dass es solche Kirchen gibt, die geweiht sind auf den Namen solcher, die eben auch schon bei Gott im Himmel sind. Und wir sind auf dem Weg dorthin und müssen immer wieder, nachdem wir gestrauchelt sind, auch aufstehen und weitergehen. Wir brauchen dazu die Hilfe Gottes, sein Erbarmen und seine Kraft zum Weitergehen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Gewähre uns, der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Ewiger Gott, steh deiner Kirche bei und bewahre sie unter dem Schutz der Apostel Petrus und Paulus, von denen sie den Glauben und das Leben in Christus empfangen hat. Lass sie wachsen in deiner Gnade bis ans Ende der Zeiten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. 3 Monate später fuhren wir mit einem alexandrinischen Schiff ab, das auf der Insel Malta überwintert hatte und die Dioskuren als Schiffszeichen trug. Wir liefen in Syrakus ein und blieben 3 Tage. Von dort fuhren wir die Küste entlang weiter und erreichten Region. Nach einem Tag setzte Südwind ein und so kamen wir 2 Tage nach Puteoli. Hier trafen wir Brüder. Sie baten uns, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Von dort waren uns die Brüder, die von uns gehört hatten, bis Forum Apipi und Tres Tapernae entgegengereist. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Nach unserer Ankunft in Rom erhielt Paulus die Erlaubnis, für sich allein zu wohnen, zusammen mit den Soldaten, der ihn bewachte. Er blieb 2 volle Jahre in seiner Mitwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und trug ungehindert und mit allem Freimut die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vor. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Dich, Gott, loben wir, dich, Herr, preisen wir, dich preist der glorreiche Chor der Apostel. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich. Jesus streckte sofort seine Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir all diese Dinge hören im Evangelium, und wir hören ja immer und immer wieder davon, da müssen auch wir sagen, wahrhaftig, was da steht, das spricht vom Sohn Gottes. Es ist das Wort Gottes, in dem der Sohn Gottes, der ja auch das Wort Gottes genannt wird, gegenwärtig ist. Immer wenn wir das Evangelium hören, müssen wir daran denken, dass es seine Worte sind, dass er zu uns spricht, dass er uns aufmuntert, dass er uns sagt, ihr Kleingläubigen, dass er uns sagt: Komm doch, geh zu mir her, selbst wenn du Widerstände hast und über Wasser gehen musst. Aber vertraue mir, du kannst kommen, du kannst Dinge schaffen, die du allein nicht schaffst, aber mit meiner Hilfe schon. Und er ruft uns immer wieder zu: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dieses Wort "fürchtet euch nicht" ist nach Angaben eines, der es gezählt hat, in der Bibel 365 Mal. Und da könnte man darauf sagen, jeden Tag einmal sagt uns der Herr: Fürchte dich nicht. Was fürchten wir denn, wenn Jesus bei uns ist?
Wenn wir auf der Seite Gottes sind, dann brauchen wir nichts zu fürchten. Er nimmt uns alle Furcht weg und alle Angst vor allem. Es gibt nur eine Furcht, nämlich nicht das Ziel zu erreichen. Das Ziel, bei ihm zu sein auf ewig. Und da sagt uns der Herr, fürchte dich nicht, aber glaube, glaube mir. Und selbst wenn du ein Kleingläubiger bist, so viel Glauben darfst du haben, dass es bei mir gut ist. So viel Glauben sollst du haben, dass du mich erlöst. So viel Glauben musst du haben, damit du zu mir in das Reich Gottes im ewigen Sein beim Vater dabei sein darfst. Gelobt sei Jesus Christus. Lasst uns beten zu Jesus Christus, der uns zu sich ruft. Mache unseren Papst Franziskus, den Nachfolger des heiligen Petrus, zum treuen Hirten deines Volkes, Haupt deiner Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle die Missionskräfte mit deinem Feuergeist des heiligen Paulus, Haupt deiner Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Erneuere lebendigen Glauben in allen Gliedern deines Leibes, Haupt deiner Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib den Bedrängten und Verzagten Mut zur Hoffnung und neue Kraft, Haupt deiner Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du forderst uns heraus, aufzubrechen. Deine Hilfe ist uns dabei gewiss. Dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zelt auf Erden, verborgen ist er da, in menschlichen Gebärden bleibt Gott den Menschen nah. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer, und du schöpfst das Brot. Schwestern und Brüder,
dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefällt. Unser Herr, nimm die Gaben an, die wir dir darbringen, und gib, dass wir mit ganzem Herzen an der reinen Lehre wahr festhalten, die wir von den Aposteln Petrus und Paulus empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du bist der ewige Hirt, der seine Herde nicht verlässt. Du hütest sie allezeit durch deine heiligen Apostel. Du hast sie der Kirche als Hirten gegeben, damit sie ihr vorstehen, als Stellvertreter deines Sohnes. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Darum
gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So wollen wir bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Welt, gib uns deinen Frieden. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Solange wir hier auf Erden sind, sind wir unterwegs hin zu ihm. Ein ganzes Volk, das die Kirche bildet, auf dem Weg zu Gott, auf dem Weg zu Christus, der uns zum Vater führt. Singen wir die 5. Strophe auf Seite 9. Sein wandernd Volk will leiten, der Herr in dieser Zeit. Er hält am Ziel der Zeiten, ist ihm sein Haus bereit. Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich. O, lass im Hause dein uns allgeborgen sein. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir haben der Apostel gedacht und das Weihefest ihrer Kirchen begangen. In dieser Feier hast du uns mit dem Brot des Lebens genährt. Höre auf das Gebet der Apostelfürsten und führe uns durch gute Hirten zum ewigen Ziel. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche einen guten, gesegneten Tag. Geht hin in Frieden.